Das muss sich Joachim Herrmann erstmal genauer anschauen. Denn der radbegeisterte Innenminister hat zwar schon zwei Fahrräder, ein E-Bike besitzt er aber noch nicht. Da trifft es sich gut, dass er die Schirmherrschaft für die E-Bike Days übernommen hat. Ich finde es sehr gut, wenn hier in München eine herausragende Veranstaltung stattfindet. Wir wollen insgesamt, dass München, dass Bayern beim Radfahren in der weiteren Entwicklung ganz vorne mit dabei ist. Und da gehört E-Bike mit dazu. Eine herrliche Möglichkeit, dass sich die Menschen in und um München hier unmittelbar im Olympiapark informieren über die neuesten Entwicklungen. Und ich denke, dass wir auf die Weise noch mehr Menschen für das Fahrradfahren und das E-Bike begeistern können. Für die Besucher der E-Bike Days ist viel geboten. Vorträge, geführte Touren, Gewinnspiele und Testen, was das Zeug hält. Und das Ganze bei freiem Eintritt. Wir versuchen, die Welt des E-Bikes in den Olympiapark zu bringen. Das bedeutet eine große Testveranstaltung. Wir haben ca. 500 Räder, Testräder auf der Fläche, aber auch, wie gesagt, die ganze Welt des E-Bikes. Das bedeutet auch Ausstattungen, Sättel, Schlösser, Helme, alles, was man zum Thema Bike und bezogen auf E-Bike benötigt. Ein überlastetes ÖPNV-System und ständig verstopfte Straßen in München. Die könnten durch die neuen Räder entlastet werden. Davon sind die Gastgeber der E-Bike Days überzeugt. Ich glaube, dass sie zur Zukunft der Mobilität gehören. Wir haben jetzt in der Region München in den nächsten 15 Jahren ungefähr 400.000 Einwohner mehr, 280.000 Arbeitnehmer mehr und wir haben auch mehr Verkehr. Und die Mobilität mit Elektrofahrrädern kann einen Gutteil der zusätzlichen Verkehrsanforderungen bewältigen. Wer bei den E-Bikes die Umweltfreundlichkeit gegenüber den normalen Fahrrädern in Frage stellt, der irrt. So zumindest sieht es Klaus Fleischer, Leiter von Bosch E-Bike Systems. Es gibt sehr schöne Studien, wissenschaftliche Studien, die aufzeigen, wie die gesamte CO2-Bilanz von Autos, von Fahrrädern und von Elektrofahrrädern ist. Und die Gesamtökobilanz oder CO2-Bilanz eines Elektrofahrrades entspricht dem eines Fahrrades. Weil Sie müssen beim Fahrradfahrer auch berücksichtigen, dass Sie ja einen Energieverbrauch durch Ihren Körper haben und den müssen Sie durch die Nahrungsmittelkette auch entsprechend auffüllen. Dann haben Sie auch eine CO2-Bilanz. Und wenn Sie zusammen addieren, dass das Elektrofahrrad ja ein bioelektrischer Hybrid ist, sind Sie der Bioantrieb und der Elektroantrieb kommt dazu. Die Gesamtökobilanz des Radfahrers ist gleich dem eines Elektrofahrradfahrers. Weitere Informationen rund um die E-Bike Days vom 20. bis zum 22. Mai finden Sie auch auf münchen.tv.